Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, tut mir leid, dass ich so aussehe, wie ich aussehe. Allerdings habe ich dieses Video jetzt schon versucht, dreimal anzufangen zu drehen. Aber mit Baby kommt man leider nicht immer so dazu, alles nach Plan zu machen. Mittlerweile musste ich mich schon zweimal wieder umziehen, da ich voll gekotzt wurde. Und auch meine Haare wurden jetzt zu einem Mama-Dutt zusammen ihr wisst, was ich meine, gepflaumt. Und ja, aber naja, ich meine, es geht ja weniger darum, so wie ich aussehe, sondern es geht in diesem Video um Grace. Grace wird jetzt in den nächsten 4 Tagen, ich glaube 4 Tage sind es noch, oder 5 Tage? 1, 2, 3, 4, 5, in 5 Tagen wird sie 6 Monate alt. Und es kam ja schon ewig kein Grace-Update mehr. Ja, das war, es hat sich einfach nicht ergeben, ein Update zu machen, da sie zwar immer Fortschritte natürlich gemacht hat, allerdings waren die halt immer so, dass es nur 4-Minuten-Videos gegeben hätte und das wäre irgendwie auch doof gewesen. Deswegen habe ich mir gedacht, warte ich einfach ab und mache jetzt ein 6-Monats-Update. Ja, also was kann sie denn? Was ist los mit ihr? Was ist los mit ihr? Also die U5, die findet erst Ende Oktober statt, deswegen kann ich euch jetzt so genau zu ihren Maßen und sowas nicht sagen. Allerdings fange ich einfach mal so an. Sie wiegt ca. 7 Kilo, also wenn ich mich mit ihr auf die Waage stelle, dann sie trägt gerade Kleidergröße 68, aber auch schon ein paar Sachen passen ihr in 74, aber die sind halt noch sehr groß. Deswegen schätze ich mal, dass sie dann auch so, ja, so 68... Ja, 68 passt ihr eigentlich ganz gut, dass sie so 68 cm zum Beispiel hat. Ja, sie wird auf jeden Fall 6 Monate alt. Sie kriegt schon Brei. Ja, Grace bekommt Brei. Sie hat am 6. August das allererste Mal Brei bekommen. Das verträgt sie echt gut, also sie nimmt es auch gut auf. Sie isst mittlerweile große Gläschen und dann isst sie die auch fast immer leer oder manchmal hat sie auch schon leer gegessen. Und was kann ich euch dazu sagen? Ja, was ich ihr am Anfang gefüttert habe. Also ich habe natürlich angefangen mit den kleinen Gräschen, mit Frühkarotte, mit Frühkürbis und sowas. Und jetzt mittlerweile isst sie halt Karotte mit Kartoffel, Spinat mit Kartoffel, Buttergemüse mit Süßkartoffel, Kürbis mit Kartoffel, Pastinake mit Kartoffel mag sie gar nicht. Das findet sie überhaupt nicht lecker. Ja, so Sachen gibt es auf jeden Fall und die ist auch schon so weit, dass sie die Milchflasche ersetzt. Währenddessen kriegt sie auf jeden Fall Wasser zum Trinken. Weil ich bin kein Freund von diesem, da teilen sich halt auch immer die Meinung von diesem Wasser mit Saft verdünnt. Finde ich nicht gut. Deswegen gibt es bei mir, wenn überhaupt, Tee oder Wasser auf jeden Fall. Ja, sie trinkt im Moment so zwischen 160 und 200 Milliliter. Alle 3 Stunden wie immer noch. Im Moment ist es ein bisschen weniger, denn sie ist gerade mitten im Schub, in diesem 25-Wochen-Schub. Leute, er hat es in sich, wirklich. Falls euer Kind in diesen 25-Wochen-Schub kommt, nehmt euch in Acht. Ich habe bei Grace keinen Schub bis jetzt gemerkt, keinen, bis auf den. Der ist echt heftig. Da kann ich aber gleich näher nochmal drauf eingehen. Auf jeden Fall dreht sie sich schon, also sie dreht sich auf dem Bauch, auch richtig rasant, aber das macht sie auch schon, seit sie 4 Monate alt ist. Sie versucht sich jetzt vorne mit den Arm abzustützen und strampelt mit den Hinterbeinen und will sich auch schon so auf die Knie stützen. Also ich denke, dass bald Robben oder Krabbeln folgt. Also sie macht das schon ganz gut. Sie will sich selber hinsetzen. Das schafft sie halt natürlich noch nicht. Aber wenn ich sie halte, dann sitzt sie. Aber wenn ich sie jetzt loslassen würde, dann kann sie sich selber noch nicht halten. Also das nicht. Aber sie will halt immer sitzen. Sie macht halt ganz verschiedene Töne. Im Moment sagt sie immer Mama. Also sie macht immer Mama, Mama, Mama. Und das hört sich halt immer an wie Mama. Manchmal auch Papa, Papa, so wie Papa. Was macht sie noch? Was macht sie noch alles? Ich muss gerade überlegen. Das ist halt alles so. Ja, sie bekommt 2 Zähne, 2 obere Schneidezähne. Die sind halt schon da, aber die sind noch nicht durchs Zahnfleisch durchgebrochen, sondern nur so im Kiefer eingeschossen. Man sieht sie halt von oben, aber nicht von unten. Hier, wir hatten ja schon unsere erste Erkältung durch. Das war auch echt hart, die kleine Maus mit dem Schnupfen. Und da hat sie immer noch ein bisschen mit zu kämpfen. Sie röchelt so ein bisschen. Sie hat auch schon Windelsor. Also das hat sie jetzt gerade. Jetzt ist aber gerade schon wieder fast weg. Da habe ich erst die Mykoderm
Creme gehabt, allerdings hat die bei mir nicht geholfen. Also sie, es ging ein bisschen weg, aber es kam dann wieder. Und dann bin ich zum Kinderarzt und habe mir noch mal eine andere verschreiben lassen, und zwar die Infectosor oder Infectsor. Die ist richtig gut. Also ich habe die gestern bekommen und habe die ja jetzt die ganze Zeit drauf gemacht. Und es ist auf jeden Fall schon fast weg. Also die ist richtig gut. Ich föhne halt immer den Po trocken, keine Feuchttücher benutzen, warte mit Wasser, und falls eure Babys das auch haben sollten, und am besten den Po eigentlich den ganzen Tag an der Luft lassen. Wenn es halt kälter wird, dann ist es halt ein Problem, dann ist halt öfter Windel wechseln. Generell auch öfter Windel wechseln. Ja, was kann ich euch noch zu ihr erzählen? Sie ist auf jeden Fall richtig munter. Sie greift gezielt wohin. Also wenn irgendwas über ihr hängt, dann möchte sie es anfassen. Sie möchte, sei es, ich trinke Wasser aus einer Flasche oder aus einer Cola oder sowas, dann möchte sie die Flasche in der Hand haben. Auch essen will sie alles. Sie will alles in die Hand nehmen und sich zum Mund führen. Spielzeug, da ist sie halt ganz begeistert von. Sie schmeißt es auf den Boden und schaut, was passiert, ob es Geräusche macht, ob ich es wieder aufhebe. Da fängt dann schon die Erziehung an mittlerweile. Ja, so Sachen macht die kleine Maus mittlerweile. Sie ist ganz schön tough, sie fremdelt. Also, sie hatte eine Zeit lang, da war es schlimmer, jetzt geht's wieder. Und dann weint sie dann auch, aber es geht eigentlich. Sie mag bestimmte Sachen nicht, zum Beispiel, wenn ich pfeife. Also dieses mag sie gar nicht, da fängt sie an zu weinen. Auch Ziegen mag sie nicht. Also ich mache ja mit ihr Quack Quack und erzähle ihr halt, was für Tiere welche Geräusche machen. Und dann mache ich halt immer, die Ziege macht Mäh. Und dann fängt sie an zu weinen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also eine Ziege mag sie überhaupt nicht. Da bin ich schon mal gespannt, wenn ich mit ihr meinen Streichelzug gehen sollte irgendwann. Ja. Ja, Pool, also Grace liebt es, im Wasser zu sein, ob es im Pool ist oder in der Badewanne. Mittlerweile liegt sie auch nicht mehr in dieser kleinen Plastikbadewanne, sondern badet in der großen Badewanne mit so einem Aufsatz. Das liebt sie, sie ist eine richtig kleine Wasserratte. Und ja, da freue ich mich auch schon auf den Urlaub im Oktober, wenn sie dann da in den Pool darf. Und das ist dann richtig schön. Da kann sie nämlich wahrscheinlich, also sie kann auf jeden Fall ihren Kopf ja schon halten, ist klar, aber sie Rücken stabiler, dass sie da mehr sitzen kann. Weil sie kriegt dann so ein aufblasbares, komisches Teil, wo man sie so reinsetzen kann, und ja, das ist dann halt echt cool. Bin ich mal gespannt, wie sie das im Urlaub, ja, wie sie das so mag und wie sie das so findet. Schlafen, ja, da hat sich auch einiges geändert, also wirklich einiges. Für die, die meine Abendroutine verfolgt haben oder mich auch schon länger schauen, ich habe Grace die ganze Zeit gepuckt und sie konnte nur einschlafen vorher in der Wippe, dann pucken und vorher föhnen und dieses ganze Tralala. Und er ist drüben im Wohnzimmer eingeschlafen. Mittlerweile ist es anders. Wir haben jetzt immer mittlerweile so, dass ich sie in den Schlafsack tue. Mittlerweile schläft sie im Schlafsack. Ich komme abends mit ihr in mein Bett, wir kuscheln und dann lege ich sie, mache die Spieluhr an mit Guten Abend, Gute Nacht ist die Melodie. Und dann lege ich sie ins Bettchen und manchmal habe ich Glück und sie schläft wirklich in den nächsten paar Minuten ein. Manchmal weint sie aber auch noch mal ein bisschen, weil das ist halt für sie nicht ganz so einfach, selbst in den Schlaf zu finden, aber sie findet in den Schlaf. Das war mir nämlich ganz wichtig, dass auch wenn ich woanders schlafe, dass ich sie überall schlafen legen kann, ohne Schaukel, ohne Föhn. Gerade auch abends. Und jetzt hat sie halt sich an die Spieluhr gewöhnt und schläft im Schlafsack und auch hier im Bettchen, alles auch egal wo. Und mittags ist es halt immer noch so, dass sie ab und zu also schon das Geschaukel braucht, aber das geht. Und sie haben ja keinen Föhn mehr, wir haben ja jetzt diesen Wharf Hello und der ist halt auch echt gut. Das ist dieses Ding, was so Regengeräusche macht, und das funktioniert echt gut. Auch Autofahren ist es mit ihr besser geworden. Sie weint weniger beim Autofahren, sondern schläft dann auch selbstständig ein. Ja, dann würde ich mal schnell zum Schub kommen. Also sie ist gerade im 25-Wochen-Schub. Das bedeutet, sie weint halt, wenn ich aus dem Zimmer gehe. Sie möchte halt mehr beschäftigt werden. Sie möchte Aufmerksamkeit. Sie findet sehr schwer in Schlaf, schläft nachts sehr unruhig, wacht alle paar Stunden auf. Wo sie normalerweise gar keine Flasche kriegen würde, gebe ich ihr dann meistens eine Flasche, weil ich denke, sie hat Hunger. Aber es ist halt einfach, dass sie dann schlechter in den Schlaf findet und ja, sehr unruhig schläft. Ich habe da gestern Abend noch einen Artikel zugelesen, also an die Mamas da draußen, ihr müsst mir mal sagen, ob euer Baby ein Vollmondbaby ist.
Also, ob ihr das merkt bei eurem Baby, ob Vollmond ist oder ob ihr das nicht merkt, das würde mich mal interessieren. Weil ich bin mir nämlich ganz sicher, dass ich das bei ihr merke, ob Vollmond ist. Aber vielleicht ist es auch einfach nur Aberglaube. Aber falls ihr auch der Meinung seid, dann schreibt mir mal in die Kommentare und erzählt mir mal eure Geschichte dazu, ob eure Babys da auch so drauf reagieren. Aber ja, sie trinkt halt weniger jetzt bei diesem Schub, sie fremdelt. Sie ist generell knatschiger, unruhiger, aber das wird jetzt auch besser, denn sie ist jetzt, am Freitag wird sie 26 Wochen alt. Heute ist Mittwoch. Mittwoch ist heute, ja. Und das heißt, wir haben noch eine Woche, bis zur 27. Woche geht der Schub und dann haben wir es geschafft. Dann ist sie hoffentlich auch so wie vorher und ich hoffe, dass der nächste Schub nicht so krass wird. Ja, das war eigentlich hauptsächlich so, was ich euch zu ihr sagen kann. Kann ich euch noch was erzählen? Achso, sie liebt es im Moment in meinem Gesicht rumzufummeln, also an den Lippen, im Mund, mein Nasenpiercing, Nase, Augen, Wimpern findet sie ganz toll, liebt sie anzufassen oder meine Haare, deswegen habe ich sie auch zu, aber selbst hier sind ja überall so Fransen und sie liebt es an meinen Haaren rumzuspielen und es tut echt weh, ja. Oder auch Oberteile, dann zieht sie hier dran und das ist halt echt spannend. Also sie lacht auch wirklich laut und lacht wegen allem Mist. Man kann einfach mal so bäh und buh und dann lacht sie schon und das ist halt echt goldig. Ja. Auf Musik reagiert sie auch. Also sie hat so bestimmt, wenn man bestimmte Lieder macht, dann zappelt sie und das ist halt echt süß. Ja, das war es eigentlich auch schon von diesem 6-Monats-Update, was sich so jetzt alles verändert hat oder was sie jetzt schon kann. Ich bin mal gespannt, was so als nächstes kommt, ob dann die nächste Stufe Krabbeln ist oder sowas. Oder Robben, Fortbewegung. Dann heißt es nämlich immer hinterher sein. Das ist halt echt, ja. Aber ich freue mich auf jeden Fall und sie wird immer größer und mittlerweile vermisse ich einfach dieses kleine Äffchen, was so auf meinem Arm war und oh Gott, und dass sie mal so klein war, das ist schon krass, wie schnell die Zeit vergeht. Also an alle Mamas da draußen oder werdende Mamas, wenn ihr noch so ein kleines Äffchen habt, dann drückt es ganz feste, denn diese Zeit wird mit diesem Baby zumindest nie wiederkommen. Also genießt es. Genießt jeden Augenblick, kann ich euch nur sagen. Dann würde ich mal sagen, Dankeschön, dass ihr eingeschaltet habt und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ihr könnt mir auch gerne auf Instagram eure Nachrichten zukommen lassen oder Anmerkungen, egal was. Und gebt doch dem Video einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, meine Lieben.